Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia und heute zu Gast eine tolle Schauspielerin. Die kennt ihr aus so vielen Sachen. Zuletzt sahen wir sie in Sonderlage. Ein Hamburg-Krimi, das gibt's auf RTL Plus oder TV Now, je nachdem, wen man fragt. Und ganz lange war sie auch bei Nord bei Nordwest mit dabei und ich freue mich, dass sie heute da ist. Henny Rehns in der Web Talk Show, wie geht's dir? Danke, sehr gut. Danke. Und dir? Dankeschön, mir geht's auch sehr gut. In welchem Bundesland bist du? Ich lebe in Berlin. Sonderlage ist ja ein Hamburg-Krimi. Jetzt weiß ich ja, wie gern man ja am liebsten zu Hause dreht, ne? Kann man ja manchmal auch zu Hause schlafen. Das war jetzt bei diesen beiden Filmen, die kamen, ja eher nicht so. Habt ihr die am Stück gedreht oder war da Zeit zwischen? Die haben wir am Stück gedreht, aber es war so, dass wir die Innenaufnahmen alle in Berlin gedreht haben. In einer Art Kirche, also diese Sonderlage sozusagen. Und die Außenaufnahmen waren alle draußen in Hamburg. Von daher konnte ich mal zu Hause drehen, was ich total super fand. Und die Quote war gut. Die ersten beiden Filme hießen Der Angriff und Das Kind wird sterben. Teil 1 2,24 Millionen, Teil 2 sogar 2,6 Millionen. Das sind nur die Menschen, die direkt am Fernseher geschaut haben. Digital gab es natürlich noch was drauf. Die Zahlen sind gut. Heißt es denn, dass wir Verena Clausen wiedersehen werden oder weißt du das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht? Ja, ich weiß es tatsächlich noch nicht ganz genau. Ich habe gehört, die Stimmung bei RTL ist ganz gut. So das finale Go gab es noch nicht, aber ich bin ganz guter Dinge, dass es weitergeht. Und ich hoffe auch wirklich, dass es weitergeht. Weil es gibt noch so viele Geschichten einfach, die es zu erzählen gibt. Das ist ja nur wirklich dieser Anfang, ja, also dieser Aufbau der neuen Reihe. Und ja, ich bin noch total gespannt oder wirklich neugierig, was es da alles für Geschichten gibt. Auch in Verenas Privatleben und mit den Kollegen natürlich. Diese toxischen Arbeitsbeziehungen, diese alten patriarchalen Machtstrukturen. Also da gibt es noch einiges, was es zu erzählen gibt. Was ist denn überhaupt die Sonderlage? Die Sonderlage wird einberufen, wenn es so extreme Ausnahmesituationen geht. Zum Beispiel Amokläufe, Entführungen, Terroranschläge. Dann wird innerhalb kürzester Zeit so eine Art Sonderlage einberufen, wo dann eben Verena Clausen mit ihrem Team in dieser Befehlsstelle sitzt, also und da über große Screening-Wände das Ganze mitverfolgt und Informationen sammelt und Mastermind-mäßig kombinieren muss und auch am Ende die finalen Entscheidungen trifft. Und das Ganze natürlich total unter Zeithochdruck und das ist die Sonderlage. Und es ist inspiriert von wahren Begebenheiten. Das heißt, wie war das denn für dich in der Vorbereitung auf die Rolle und auf die jeweiligen Filme? Hast du dich eingelesen in das, was wirklich passiert ist oder bist du in Anführungsstrichen nur beim Drehbuch geblieben? Ich bin tatsächlich nur beim Drehbuch geblieben, weil natürlich alles noch mal ein bisschen abgewandelt wurde. Aber was ich sehr spannend fand, ich habe mich mit Expertinnen vom LKA zusammengesetzt und die wirklich ausgequetscht bis aufs Blut. Ich glaube, ich habe mit einer Polizeiführerin 10 Stunden zusammengesessen. Also nicht an einem Stück und so, aber im Laufe von ein paar Wochen. Und habe die wirklich ausgefragt, wie sie sich fühlt in so einer Sonderlage, wie ihr beruflicher Werdegang ist, was ihr da durch den Kopf schießt, wie sie arbeitet. Und das war wirklich total interessant. Und hast du Verena Clausen schnell finden und füllen können oder war es eine Reise? Das war auf jeden Fall eine Reise, weil ich doch mit sehr viel polizeilichem Fachjargon zu tun hatte und den musste ich mir wirklich erstmal so ein bisschen eintrainieren. Also immer diese Anweisung, dieses kein Bitte, kein Danke, also wirklich sehr straight und sehr souverän und trotzdem souverän sein aber und immer diese Spannung aber trotzdem halten, dass ich nicht irgendwie entspannt bin, weißt du, aber also einfach so eine Grundspannung zu halten, aber trotzdem total auf dem Punkt zu sein. Und dabei diese ganzen polizeilichen Anweisungen etc. zu geben. Also das hat schon eine Zeit lang gebraucht. Das musste ich mir wirklich so einbimsen, diese Texte. Und wie das dann klingt, könnt ihr sehen bei RTL Plus, bei TV Now. Dort gibt es beide Teile von Sonderlage, ein Hamburg-Krimi. Und da ist sie die Leiterin der Sonderlage, Verena Clausen. Aber in deinem Leben ist natürlich viel mehr.
Zuerst möchte ich aber mit dir darüber reden, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, ist das Erste, was kommt, das Wort Tattoo hinterher. Warum? Hä? Wirklich? Ja. Weil ich in einem französischen Film vielleicht mitgespielt, also es ist die einzige Begründung, die mir einfällt. Ich habe vor 2 Jahren den Film Les Papillons Noirs gedreht mit Niels Aristrup und Nicolas de Vouchel. Und da spiele ich eine voll tätowierte Performance-Künstlerin, so ein, ja, Borderline-Typ. Ein Name, der nicht aufgetaucht ist, aber bei dem du bestimmt sofort weißt, worum es geht, ist Svenja Hoffmann. Wer ist das? Stichwort Innenministerkonferenz. Ach so, stimmt. Ah, die hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Ja. Das muss ja abgefahren gewesen sein. ZDF Magazin Royal präsentierte die Innenministerkonferenz. Und du warst Svenja Hoffmann. Wie würdest du dieses Projekt heute zusammenfassen? Total spannend. Ich war sehr aufgeregt, mit Jan Böhmermann zusammenzuarbeiten, weil ich tatsächlich echt ein Fan von seinen Sachen bin. Und es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hatten nur 8 Tage Zeit, das Ganze abzudrehen. Wir waren in so einer Art Schloss, so ein bisschen außerhalb von Köln, und haben wirklich von morgens bis abends dieses Projekt bearbeitet und abgedreht. Und das war, ich fand, eine wahnsinnig schöne und kreative Arbeit war das. Es hat total Spaß gemacht. Und es sah großartig aus. Das war richtig, richtig toll. Ähnlich toll war natürlich, dich zu sehen 2014 bis 2020 bei Nord bei Nordwest. Auch ein Format, was einfach immer erfolgreicher wird, bei dem man irgendwann noch denkt, wie hoch sollen die Quoten eigentlich noch werden? Und du warst damals Dorfpolizistin Lona Vogt. Aus heutiger Sicht war der Abschied zu früh, zu spät genau richtig? Ich finde genau richtig, was ich bin 2 Jahre davor schon so ein bisschen schwanger gegangen damit und also ich hatte das Gefühl, ich gehe wirklich so an dem höchsten Punkt für mich, also für meine Figur. Ich hatte das Gefühl, die ist auserzählt. Und ich habe es dann 6 Jahre gedreht. Und das war wirklich so ein Weggang auch mit so einem tränenden Auge, weil es natürlich, weil man sich an das Team gewöhnt hat, an meine ganzen Kollegen. Und es ist ja auch natürlich eine Art Sicherheit. Es ist irgendwie so ein wie nach Hause kommen, ne? Und man weiß, man dreht 92 Minuten. Aber ich, was ein bisschen kritisch war, oder es kam dann, also ich stand so voll in den Startlöchern, und es waren auch einige Projekte, standen so kurz vor der Entscheidung, ob sie gedreht werden oder nicht, und dann kam Corona direkt, das war 2020, und da musste ich schon erstmal so ein bisschen schlucken. Dachte ich so, ach, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, und hoffentlich geht das alles gut, aber es ist gut gegangen. Und ich konnte dann irgendwie verunsichert drehen mit dem Jörg Lüdorf, was mir total viel Spaß gemacht hat. Und was auch wirklich nochmal so eine ganz neue Rolle und so eine Herausforderung und so eine Whistleblower-Geschichte im Versicherungsmilieu. Oder konnte diese französische Serie drehen, die doch sehr krass ist, und Französisch lernen 3 Monate. Also es sind sehr viele neue Sachen auch entstanden. Und ich finde, ja, es hat sich gelohnt. Ist gut. Alles hat seine Zeit, denke ich so. Es ist ein Risiko gewesen, aber alles hat seine Zeit. Und ich bin total, also ich habe es überhaupt nicht bereut. Stehen da noch andere Projekte an, über die du jetzt schon sprechen kannst? Ja, also ich kann den Titel noch nicht sagen, aber ich drehe gerade mit Anke Engelke zusammen. Das erste Mal, und hatte jetzt gerade Leseprobe, und das wird auch, glaube ich, ein sehr spannende Geschichte. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch 2 Folgen von Sonderlage drehen werden. Und ansonsten schlüpfe ich noch einmal in die Rolle der Kate Lynn Will, eine Scotland Yard-Ermittlerin, und werde in England drehen. Im Mai, Juni, genau, diesen Jahres. So, das sind so die groben Pläne bis jetzt. Da steht ja ordentlich was an. Ich drücke die Daumen und freue mich, das alles sehen zu können. Und ihr habt, wie gesagt, Gelegenheit. RTL Plus, Sonderlage 1, Hamburg-Krimi Teil 1 und 2. Und dort als Hauptdarstellerin Verena Clausen. Vielen Dank für deinen Besuch. Henny Rehns in der Web-Talk-Show. Danke für deine Zeit. Ich danke dir.
Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, wenn ihr denkt, oh, Nico, Krimis, oh, Krimis aus Deutschland ist ja völlig neu. Das wissen ja alle. Deswegen, wenn ein neuer Krimi kommt, muss man versuchen, neue Wege zu gehen. Und wenn so viele Leute eingeschaltet haben, dann hat irgendwas funktioniert. Also wenn ihr was Neues sehen wollt, guckt rein. Und ich meine, bei der Hauptdarstellerin kann man so viel nicht falsch machen. Wir sehen uns morgen wie jeden Tag wieder zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutja und jetzt die heutigen Abschlussworte von Henny Rehns. Bis dann. Ich möchte meinen Sohn ganz herzlich grüßen und sagen, dass ich gleich nach Hause komme und mich schon freue.